Da sind wir dabei, Pokémon Y. Das letzte Mal mussten wir uns mit diesem nervigen Miltank rumschlagen. Jetzt sind wir aber so weit, dass wir hier die Route 12, die wir ja letztes Mal betreten haben, weiter erkunden können. Mit den zu uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Und den werde ich jetzt erstmal nicht so einfangen. Meine Pokéwelle-Vorräte sind jetzt erstmal ein bisschen erschöpft. Bei dem, was Miltank gebraucht hat. Und auch an sich plaudergeil eine asoziale Fangrate. Den zu fangen, das ist richtig schwer. Und es ist... Es war auch auf den DS-Teilen anders berechnet. Ich nehme an, dass es hier ähnlich berechnet wird. Denn in den ersten drei Generationen, von Generation 1 bis 3, war es folgendermaßen berechnet. In dem Moment, wo ich die Attacke oder den Ball eingesetzt habe, wurde der Schaden ab dem... Oh, Alter... Wurde der Schaden ab dem Moment... Ab dem Moment berechnet. Okay, die Verwirrung ist nach. Gut. Also das heißt, wenn ich jetzt... Was? Ich dachte, die Verwirrung lässt nach? Aha. Ich check's nicht. Egal. Ich hätte schwören können, da stand gerade, die Verwirrung lässt nach, aber gut. So, jetzt sterbe ich gleich. Achso, okay. Nee, worauf ich hinaus wollte. Also. Hä? Oh, jetzt habe ich doch den Faden wieder verloren. Scheiße. Oh, dieses dumme Plaudergeil. Jetzt weiß ich echt nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte. Nee, ich habe keine Ahnung. Yeah, es ist mir komplett entfallen. Wo ist jetzt der Sprudel? Hallo, wo ist der Sprudel, wenn man ihn mal braucht? Gut. Einsetzen. Wunderbar. Ja, egal. Mir fällt es nicht mehr ein. Das tut mir leid. Kämpfen wir jetzt einfach weiter. Passt schon. Ach so, genau, die Fangchancen. Also, wie gesagt, in den ersten drei Generationen war es noch so, wenn ich jetzt Dunkelklaue einsetze, wird... Also, wenn ich jetzt chill... Jetzt ist der Schaden noch nicht berechnet, Generation 3. Jetzt wird berechnet, wie viel Schaden ich mache. Denn es gibt ja neben den normalen Schaden auch noch immer eine gewisse Spanne, Random-Zahlen, die generiert werden, die immer unterschiedlich, wo immer unterschiedlichen Schaden, den man verursacht, rauskommt. Eben innerhalb eines bestimmten Feldes, damit der Schaden nicht komplett berechnet werden kann, was ja auch blöd wäre. Genauso wie beim Fangen. In dem Moment, wo ich den Ball noch nicht ausgewählt habe, war auch noch nicht bekannt, was für eine Fang... Oder wie oft das Pokémon wackeln wird, was ich für eine Fangchance habe. OMG. Das kam dann erst... Oh Gott. Wobei Geduld ist eine normale Attacke. Ich weiß gar nicht, ob die mich überhaupt treffen kann. Ich weiß es echt nicht. Kann mich Geduld treffen? Nun werden es jetzt rausfinden. Ich lasse es jetzt mal drauf ankommen, einfach weil es mich interessiert. Wir werden derzeit aber jetzt nur Autotomie und Schwertanz einsetzen. Eben, wie gesagt, aus Neugier, ob es denn jetzt geht oder nicht. Zuerst mal Autotomie. Ja, es kann mich treffen. Es kann mich treffen. Okay, gut zu wissen. Das war mir nämlich nicht bekannt, wie ihr, glaube ich, gemerkt habt. So. Aeroas, Chuck. Es hat eine Fähigkeit, mit der es mich treffen kann. Ich weiß nur nicht, wie sie heißt, aber das kann nicht sein. Das hat auf jeden Fall gerade keinen Schlüffel eingesetzt. Ich muss mich nochmal über Miltank informieren. Ich meine, ich kann natürlich nicht jedes Pokémon kennen, das ist klar. Dafür gibt es einfach mittlerweile zu fucking viele. 250 wäre vielleicht noch möglich gewesen, aber jetzt mit 720... Kann mir da irgendjemand verüben, dass ich da jetzt nicht jeden kenne? Aber ja, das ist Duokles K.O. Das hatten wir jetzt schon öfters, also das ist jetzt nichts unbedingt Neues. Daher müssen wir mit leben. Das ist eben der Drawback von Pokémon, die eine niedrige Init haben. Damit muss man leben, damit ist auch zu rechnen. Insofern ist es jetzt nichts, was außergewöhnlich wäre. So, hier kann ich jetzt überhaupt nichts machen. Also, so gar nichts. Kann ich überhaupt mit irgendjemandem irgendwas machen? Achso, ja, natürlich mit Visaflor. Weil es ein Pflanzen-Pokémon ist, was... Keinen Gift-Typ mit drin hat. Das heißt, ich kann mit Gift sehr effektiv treffen. Ja gut, wenn es dir Spaß macht, mir jedes Mal einen KP abzuziehen. Und das dann auch über, was weiß ich, wie viele Runden zu machen.
Aber gut, um oft auch darauf zu kommen, was ich vorhin erzählt habe. Ab Generation 4 war es dann so, dass schon, wenn die Runde beginnt, feststeht, wie viel Schaden ich mit welcher Attacke mache und auch wie viel und auch ob das Pokémon den Ball trimmelt oder nicht. Damit habe ich Tests gemacht. Ich habe in Generation 3 zum Beispiel mal auf den Save State Knopf gedrückt beim Pokémon Fangen. Und dann war jedes Mal eine andere Chance, das Pokémon zu fangen. In Generation 4 aber nicht. Und das Krasse ist, noch nicht mal die ganze Runde ist beredet, sondern ganze Runden Paradigmen. Ich kann 5 Runden in Folge einen Pokéball werfen und immer wird das Pokémon entweder diese 5 Runden drin bleiben oder genauso oft wackeln und wieder rausspringen. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall scheint das alles aufeinander aufzubauen und im Grunde genommen ist in der 4. und in der 5. Generation damit schon von vornherein der gesamte Kampf mehr oder weniger berechnet. Natürlich kann man das Pokémon austauschen, dann hat dieses Pokémon wieder neue Chancen, aber auch da ist es wieder vorberechnet. Also, wie gesagt, im Grunde genommen ist der gesamte Kampf schon bestimmt, sobald er startet. Ist erstaunlich, aber es ist so. Und es ist auch noch krasser als in Mario Party zum Beispiel. In Mario Party ist es ja so, dass die Würfel am Anfang jeder Runde schon bestimmt sind. Dies ist aber nur am Anfang der Runde. Das habe ich nämlich auch mal getestet, indem ich dann Save State neu geladen habe. Nach einer Runde waren die Würfel wieder neu. Oh, das war eine Menge Schaden. Aber wir haben hier Überreste. Auf jeden Fall, da waren die Würfel dann wieder neu berechnet. Also das war am Anfang jeder Runde, aber da war es wirklich so, jeder Kampf war schon vorher. Oder der gesamte Kampf war schon vorher bestimmt. So ähnlich ist es auch mit Zufallskämpfen. Moment, ich gebe bei meinem Gardevoir, by the way, jetzt das Münzamulett. Genauso ist es auch mit Zufallskämpfen, was laber ich? Nein, warte, chill. Lass mich jetzt mal hier drauf konzentrieren. Ich bin nicht so multitasking gut, wie ihr wahrscheinlich merkt. Auch wenn ich trotzdem das Beste bei mit Pen probiere. Moment. Feuerattacken können auch von kampfunfähigen Pokémon eingesetzt werden. Allerdings nur außerhalb von Kämpfen. Ja, wieso die Pokémon nicht mehr gegen den Taubsi kämpfen können, aber es schaffen, mich übers Wasser zu tragen? Das ist eine wirklich gute Frage, findet ihr nicht auch? Hä? What the hell? Was wurde denn da angezeigt? Oh, ein Tauros! Okay, das schillt hier auch random rum. Genauso wie Miltank, aber ich hatte jetzt mit Miltank genug Probleme. Jetzt muss ich auch noch einen Tauros fangen. Dann nochmal hier mein Gedankengut, um hier auf Nummer sicher zu gehen. So. Weil Konfusion ist halt schon noch sehr schwach und auch so die Attacken. Da bin ich aber froh, weil sowohl Käfer als auch Undicht werden eben durch den Fee-Typ abgedeckt. Da stehe ich hier wirklich besser. Da. Oh. Alter, du nervst sie. Wir sterben. Tschüss. Genau, Generation 5. Ich habe da auch mal Tests gemacht. Ich war in einer Höhle drin und bin ein wenig rumgelaufen. Ich habe festgestellt, es ist schon bestimmt, mal wann man auf welches Pokémon trifft, welche DVs dieses Pokémon hat, also nach wie vielen Schritten man auf Pokémon trifft, welche DVs dieses Pokémon hat und wie stark es ist. Also welches Level es hat. Ganz merkwürdig das Ganze. Allerdings war es immerhin so, nachdem der eine Kampf vorbei war, wurde es wieder neu berechnet. Aber es ist wirklich so, wenn der erste Kampf endet, steht schon fest, nach wie vielen Runden der nächste Kampf kommt und wie lange er da und ja, was für ein Pokémon das sein wird. Echt komische Vorstellung, wenn man sich das mal überlegt, aber es ist so. So, und ich glaube, damit ist was anderes gemeint. Hier scheint da nichts zu sein. Ja, der Item da ist halt nicht so genau. Ja, hatte ich jetzt schon öfters kritisiert, müssen wir es wieder mal neu aufrollen. Aber ja. Auf jeden Fall war das schon immer etwas merkwürdig. So, weg mit dir. Aber um mal auf diese Farm nochmal zu sprechen zu kommen, die gefällt mir ausgesprochen gut. Es gab ja bisher noch nicht so viele Farme, oder Bauernhöfe, sagen wir lieber, in Pokémon. Es gab die Miltank-Farm in Gold, Silber, Kristall, also in Johto, westlich von Viola City, ich glaube, Route 34, was, 34?
Oder war es Route 32? Ich glaube, eine von beiden war es. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, Sengo, der ist mir gar nicht geheuer. Den tue ich jetzt erstmal mit Donnerwelle ein bisschen kalt legen. Damit der mir hier nicht zu gefährlich wird. Weil die können durchaus Schaden nehmen. So, ich frage mich nur, gilt beim Münzamulett jetzt trotzdem noch? Ich glaube schon. Und da werde ich ja mal Gedanken gut einsetzen. Weil da kommt ja auch noch ein Pokémon danach. So. Denn in Generation 3 gab es keinen Bauernhof. Da gab es zwar eine Bärenfarm, so eine wie jetzt hier. Noch viele andere Orte zum Bärenfarm. Das ist aber ein wirklicher Ort, wo sie dafür angedacht waren. Aber ansonsten keinen Bauernhof in also in Sinnoh eigentlich auch nicht. Da gab es sowas ähnliches in Trostu. Aber wirklich nur mehr oder weniger. Da waren viele Bauern da, aber war nicht so besonders. Dann erst wieder Generation 5, der Dowsinghof, und der war richtig geil. Der hatte einen geilen Soundtrack. Das war cool, den zu erkunden. Viele starke Pokémon zu der Zeit. Autsch. Und langsam kriege ich ja doch richtig die Hucke voll hier. Also das sieht man, das Spiel wird deutlich schwieriger. Ich meine, wir sind um die Level 35, die haben das Pokémon um die Level 29. Und wenn man mit allen 6 Pokémon kämpft und sie trainiert, dann merkt man doch eine gewisse Schwierigkeit, wenn man den EP-Teiler auslässt, was ich auch jetzt tun werde. Damit das Spiel einigermaßen anspruchsvoll bleibt, weil ich habe dadurch einen Vorteil, dass ich dass ich auch Pokémon außerhalb der Kamera fange, dadurch bekomme ich sowieso extra Training. Deswegen mache ich es jetzt so, wenn es sonst nicht mein Ding ist, das Spiel schwieriger zu machen, aber das passt schon. Machen wir jetzt halt mal so. Und ja, passt. Dann würde ich sagen. Okay, Orlando heißt der. Und oh, ist das der das ist der Trainer mit den 6 Carpadors. Ja, der musste natürlich vorkommen. Carpador ist ein absolut nutzloses Pokémon. Oh Gott, alle auf 24 und hat sich nicht zu Gyarados entwickelt. Die entwickelt sich nämlich auf 20 zu Gyarados. Das ist einfach nur eine Schande. Weil hätten wir jetzt den Kampf fahren, würden gegen die Neukämpfe, würden gegen 6 Gyarados kämpfen. Das wäre episch. Aber das hier. Aber der schwache Carpador aus Generation 1 war immer der Running Gag in Pokémon, weil er nichts konnte außer Platscher. Später kam dann immer dazu, dass er Level 15 Tackle erlernt hat. Aber bei den erbärmlichen Werten, die er hat, konnte er die auch nicht wirklich einsetzen. Letztendlich, Sunken ist das einzige Pokémon, was noch schwächere Werte hat. Das ist ein absoluter Joke. Aber sogar Ninja Tom mit seinem einen KP hat bessere Werte als Carpador. Traurig aber wahr. Da hat Carpador echt saumäßig gefailt. Dafür wird es natürlich, wenn man so zu Gyarados sucht, wird richtig stark. Carpador erlernt noch eine andere Attacke, nämlich Trashfliegel. Er lernt das jetzt vor Level 20. Das war es aber auch schon. Beziehungsweise bevor es. Ich weiß nicht, ob es das vor Level 20 lernt. Auf jeden Fall, dass die jetzige Attacke, die es lernt, wenn es sich zu Gyarados weiterentwickelt wird. Wenn Gyarados noch einige coole Attacken lernt, wie Eiszahn etc. und auch PTM, Erdbeben oder Kaskade per VM. Bisher lernt Gyarados auch. Also Wasserdüse. Und gut, da bin ich sicher Nassschweif auf jeden Fall. Also ziemlich viele coole Attacken. Da gibt es eigentlich keinen Grund, seinen Carpador nicht zu entwickeln. Was will man mit Trashflegel? Ich weiß wirklich nicht. Später kommt dann noch ein Event hinzu, wo man Carpador mit Sprungfeder haben konnte. Das heißt, man konnte 4 Mews für Carpador haben. Platscher, Tackle, Trashflegel und Sprungfeder. Und es gibt natürlich Leute, die dann krank genug waren, damit die Top 4 durchzumachen. Was sich überhaupt nicht überrascht hat. Und Carpador sind die einzigen Pokémon der Pokémon-Geschichte, die man bereits auf Level 100 fangen konnte. So, das Wasser ist zu tief, da kommen wir nicht vorbei. Man konnte sie nämlich im Überlebensareal, also auf dieser kleinen Insel, nördlich von Sinnoh, in Diamant, Perl und Platin, nee, nur in Platin, konnte man dieses Pokémon angeln. Das war dann relativ cool. Wenn man dann so einen Carpador auf Level 98 oder so geangelt hat, so kann man es gleich entwickeln, hatte man Gyarados und noch Deforce verteilen und schon war das richtige Gyarados eigentlich schon fast fertig. Coole Wasserstein. Also das war schon ganz cool zu der Zeit. Aber ja, wie gesagt, es gibt keinen Grund, entwickelt euer Carpador frühestmöglich. Gyarados ist viel besser. Und hat ja auch eine Mega-Entwicklung, die zwar absolut schrecklich aussieht, aber Wasser und Licht ist, was durchaus eine bessere Kombination ist als Wasserflug, finde ich.
Es gibt auch viele starke Unlicht-Pokémon. Was Unlicht-Pokémon hier zum Beispiel? Quajutsu oder Krebutak. Gut, natürlich, man bekommt Schwächen dazu. Kampf, Käfer. Aber man hat keine Vierfachschwäche mit Elektro. Also, ich fände es okay. Gut, Leute, danke für die Aufmerksamkeit in diesem Part. Wenn er euch gefallen hat, dann Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Oh, das Mantyops. Das ist ein Dings. Wasserflug-Pokémon. Kommt aus der vierten Generation. Dann ist der Baby-Pokémon, die neu eingeführt wurden. Baby von Mantax. Und hat sehr gute Verteidigungswerte, die es uns hier gleich zeigt. Das sind Spezialverteidigungswerte. Aber das nützt eben nicht. So, und wie gesagt, ich werde dann ein paar hier beenden. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir die Route 12 hier weiter erkunden werden. Ich freue mich auf euch. Bis dann.